So, können wir hier durch die Pfütze durch? Nein, jetzt ist die Pfütze im Weg. Jetzt können wir den Weg nicht nehmen, sondern müssen den Umweg hier außenrum nehmen, weil da eine Pfütze im Weg ist. Und da sind wieder die Enten. Und da oben Vögelchen. So, 22 Uhr ist durch. Wir haben noch keinen Mord erlebt. Aber wir kommen bei den Bäckers vorbei. Bäckerei Alban. Ulrich und... Achso, der Weg in die Nordstadt. Dann grüßen wir doch im Vorbeigehen einfach mal den Ulrich. Moin! Gott zum Gruße, Andreas. Da haben wir es aber mit einem hübschen Frühjahrssturm zu tun. Hoffentlich lässt er bald nach. Warum gucken die so komisch? Also sie vor allem guckt komisch. Guten Morgen. Ich bin sicher, dass er bald nachlassen wird. Guten Morgen. Wirklich ärgerlich. Und bei dem Wetter muss ich den ganzen Weg zur Abtei hochlaufen. Oh ja, mir geht's so schlecht. Nee. Ich hoffe, dass er bald nachlassen wird. Es geschieht alles, wie Gott es will. Ulrich, ich habe Gret das Geld für das Schwarzbrot letzte Woche gegeben. Tut mir leid, dass ihr warten musstet. Kein Problem. Richte Linhard schöne Grüße aus. Ah, das ist vielleicht die Frau von Linhard. Und Linhard wiederum hatte Ärger mit dem Adligen, als der angekommen ist. Wir wissen aber nicht, worum es da ging. Vielleicht könnten wir sie das mal fragen. Gern. Ich gehe jetzt erst heim und dann zu den Pfeifers. Guten Morgen, Agnes. Was ist denn bei den Pfeifers los? Wir sind ja gar nicht neugierig. Bei diesem Wetter können die Pfeifers dann nicht warten? Das ist ja ihre Entscheidung. Ja, ist beides komisch. Ich würde fragen, was bei den Pfeifers los ist. Dies wird in Erinnerung bleiben. Wir sind neugierig. In etwa einem Monat müsste Helena ihr Kind bekommen. Ah, okay. Ist Agnes vielleicht sowas wie die Hebamme? Ihre letzte Geburt war heftig. Er hat es nicht geschafft. Möge Gott seiner Seele gnädig sein. Oh nein. Also, ich nehme an, sie hat ein Kind verloren bei der Geburt. Oh. Ich will nur sicherstellen, dass ihre Chancen so gut wie möglich stehen. Das liegt in Gottes Hand. Vertraut auf die Vorsehung. Das sagt sich immer so leicht. Trotzdem kann man ja vielleicht ein bisschen drauf gucken. Selbstverständlich, Ulrich. Aber ich tue alles, um zu helfen. Warum sollte der Herr die ganze Arbeit allein tun? Genau, Agnes. Hilf mal lieber mit. Ich muss jetzt gehen. Finde ich gut, dass sie danach schaut. Guten Tag zusammen. Andreas, haltet euch vom Regen fern. Okay. Schwierig. Sagt Helena, dass ich für ihre Gesundheit beten werde. Auf bald, Agnes. Okay, Andreas ist nicht, ist selber nicht besonders gläubig, haben wir schon irgendwie so rausgehört und auch selbst so ein bisschen in die Richtung festgelegt. Also der ist wahrscheinlich, der betet wahrscheinlich selbst eigentlich nicht wirklich viel. Aber... es ist natürlich nett, das zu sagen jemand anderem, ne? Dass wir hoffen, dass die Geburt gut läuft und so. Also von daher, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Andreas der betende Typ ist und dass er wirklich ernsthaft daran glaubt, dass es was bringen würde, wenn er für sie betet. Aber es ist ja, wie gesagt, eine Sache, was zu sagen und eine Sache, was zu tun. Und ihr Mut zu machen und ihr zuzusprechen und zu sagen, ich bete für dich, ich hoffe für dich, dass alles gut geht. Kann man ja trotzdem machen, auch wenn man selbst vielleicht nicht dran glaubt. Dies wird in Erinnerung bleiben. Oh, das macht mich nervös, echt. Das wird sie zu schätzen wissen, Andreas. Vielen Dank. Auf bald. Auf bald, Agnes. Okay, ich hoffe, das ist ein gutes. Das wird in Erinnerung bleiben. So, Steinauer Haus. Oh, eine Katze. Schlau. Die heißt Schlau? Oh, wie süß. Ja, ich möchte sie streicheln. Wir können wirklich Tiere streicheln. Aber es wundert mich, dass die Katze hier im Regen steht. Sind die nicht in der Regel eher ein bisschen wasserscheu? Ah, kann ich sie nochmal streicheln? Ja, ich kann sie nochmal streicheln. Okay, der Morgen ist verplant. Wir bleiben im Regen, knien und streicheln die Katze. Sehr realistisch tatsächlich. Würde ich auch tun. Ich glaube allerdings nicht, dass die Katze im Regen stehen bleiben würde. So, können wir uns die Pfütze angucken? Ne, wir gehen zur Kirche weiter.
Also wir können wirklich Tiere streicheln. Ich weiß, als wir das erste Mal auf die Karte vom Kloster geschaut haben, da gibt es nämlich auch ein Tiergehege. Da habe ich auch gesagt, oh, wir können Tiere streicheln. Und direkt daneben gibt es aber das Schlachthaus. Das hat die Stimmung ein bisschen gedämpft, was die Tiere anging. Kann ich die Hühner kuscheln? Nein, kann ich nicht. Das Druckerhaus ist zu. Okay. Franz Bauer und Witwe Kemperin. Und was ist hier oben? Achso, zur Mühle. Ah, und hier ist der, das ist glaube ich Linhard, der links steht. Der Steinmetz, der mit dem Baron Ärger hatte. Und halt der Vater Thomas wieder. Genau, Thomas heißt er. Vater, ich habe das schon einmal gesagt, aber es ist nicht gut, dass das Wasser hier so schnell abfließt. Das wirkt sich auf das Fundament aus. Es muss überprüft werden. Achso, das ist ein Abfluss da unter dem Fenster von der Lady, oder was? Ich verstehe, aber wenn ihr hier grabt, könntet ihr die Toten stören, die im Hof verwesen. Gut, das ist der Rest des Streams. Katze streicheln statt Mord aufdecken. Ja, genau. Der Plan hat sich gerade geändert. Die Pläne können sich immer wieder ändern. Das muss so. Natürlich, Vater, aber sie werden ohnehin wieder ausgegraben. Ja, ja, aber warum sie unnötig stören? Ist immerhin eine Abwechslung. Es ist eure Kirche, Vater, aber ihr könnt das nicht ewig aufschieben. Das Fundament wird reißen. Ich verstehe. Vielleicht, nachdem einige Knochen in die Beinhäuser gebracht wurden. Vielen Dank, Linhard. Ah, guten Tag, Meister Maler. Guten Tag, Vater Thomas. Alles in Ordnung mit der Kirche? Ich wollte nicht lauschen. Naja, jetzt habe ich es schon getan, ne? Oh ja, Linhard erinnerte mich wieder an die Gefahr, die starke Regenfälle für das Fundament darstellen können. Gott kümmert sich um seine Herde, aber manchmal erfordert der Pferch eine irdische Hand. Alles wird gut. Gott sei mit euch, Andreas. Und mit euch, Vater Thomas. Bis später. Achso, nein, nicht zum Wald, zur Wiese. Wie dynamisch wir da gerade angehalten haben im Wechsel. Da ist wieder so ein kurioser Hase. Der sieht auch aus, als würde er gleich in die Schlacht von Inculinati ziehen. Oh, da ist der Till wieder. Er hat noch mehr Schafe gefunden, oder wie sieht's aus? Und da hinten fließt Wasser aus dem Aquädukt. Hallo, Meister Maler. Hallo, Till. Seid ihr in letzter Zeit über irgendwelche Geister gestolpert? Da freut er sich direkt wieder über das Gespräch von letzter Nacht. Hat er sich gemerkt. Wobei ich das jetzt, das hätte ich als Kommentar erwartet. So, ne, er macht sich so ein bisschen lustig darüber. Also hätte ich letzte Nacht gesagt, ich glaube, ich habe gerade einen Geist gesehen. Und er hätte dann gesagt, alles klar. Dann hätte ich den Kommentar jetzt heute Morgen erwartet. So, na, mal wieder irgendwelche Geister gesehen. Haha. Aber das passt jetzt fast nicht zu der Konversation von letzter Nacht. Boah, diese Blitze hier. Weil das jetzt klingt es so, als würde er sich darüber lustig machen, aber er war ja derjenige, der gesagt hat, ja, das ist der Geist. Hier gibt's viele davon. Hier liegen so viele tote Römer. Also irgendwie, Ah, nein, seit unserem letzten Gespräch nicht. Das ist aber auch noch nicht so lange her. Gut, gut. Der Geisterexperte hier des Ortes. Habt ihr jemals eine schönere Aussicht genossen? Solche Sehenswürdigkeiten gibt es in den Städten nicht, richtig? Das kommt auf die Stadt an, aber okay. Ich kann nicht sagen, dass Nürnberg viele römische Ruinen hat. Nein. Köln hat die ein oder andere. Ich könnte auf dem Schlamm auf meinen Schuhen verzichten, aber das Aquädukt hat eine schöne Silhouette. Okay, der Schlamm auf den Schuhen ist natürlich so ein bisschen Kritik am Dorfleben. Und an den nicht ausgebauten Straßen eventuell. Aber geben wir das. Lassen wir das dem Dorf. In der Stadt haben wir nicht viele römische Ruinen. Also in unserer Heimatstadt Nürnberg. Oh ja, Tassing ist voll davon. Echte Wunder, wirklich.
Der Gesichtsausdruck hat sich geändert. Ich achte nicht sehr auf die Inschrift, weil ich selbst kein Latein lesen kann. Aber euch könnte es gefallen, einmal einen Blick darauf zu werfen. Ihr müsst mir dann erzählen, ob sie mit den alten Legenden übereinstimmen, die ich gelesen habe. Okay. Ich weiß allerdings nicht, ob wir Latein beherrschen. Wir haben zwar gesagt, dass wir unsere Wanderjahre in Italien verbracht haben, aber ich glaube, wir können aufgrund dessen etwas Italienisch und Griechisch war, glaube ich, mit dabei. Was für alte Legenden. Ich wusste nicht, dass ihr lesen könnt. Das hat mich jetzt tatsächlich auch gerade überrascht, dass er lesen kann, aber ich frage lieber nach den Legenden, anstatt ihn so ein bisschen versteckt zu beleidigen. Ich wusste nicht, dass ihr lesen könnt. Tja, als Vater Matthias Abt war, durfte ich Bücher aus der Bibliothek der Abtei ausleihen. Ich glaube, ich hatte die Hälfte dieser Bibliothek gelesen, bevor Vater Gernot Abt wurde. Und jetzt darf er das eventuell nicht mehr. Ach, guck mal. Jetzt ändert sich auch hier das Schriftbild, weil wir die neue Information haben, dass er gelehrter ist, als wir dachten. Also, dass er ein bisschen mehr Wissen hat, als wir gedacht haben. Dass er zum Beispiel des Lesens mächtig ist. Heute befinden er und Vater Thomas, oh Gott, streng darüber, welche Bücher gelesen werden sollten. Okay. Bücher sollten Gott verherrlichen, heißt es, und nicht die alten heidnischen Sitten diskutieren. Dennoch sind die Berichte der Römer in Tassing meine Favoriten. Oh, das R sieht komisch aus. Das sieht eigentlich mehr aus wie ein Z. In dem alten Buch stand, wie der römische Ritter Gaius Metellus die Käter besiegte? Ja, ich glaube, das war's. Ich kenne das Wort nicht. Starker Schneefall hielt ihn in diesem Tal gefangen. Barbaren auf allen Seiten, als Mars dem Ritter einen Wolf schickte. Nee, Mars, der Kriegsgott wahrscheinlich. Die Schrift ist tatsächlich schwer zu lesen, finde ich. Da wäre mir lieber das alte Schriftbild, das er vorher hatte. Anstatt die Bestie zu töten, folgte Gaius ihr zu einer magischen Quelle mit Bäumen, an denen allzeit Früchte hingen. Nee, allerlei Früchte hingen, glaube ich. Gott. Mars schickte den Wolf und die Quelle und Gaius Metellus gründete zu seinen Ehren Tassing, nachdem er die Barbaren besiegt hatte. Okay. Da kam das alles her. Und ja, wie gesagt, das Schriftbild finde ich schwierig zu lesen. Ach, die Räter. Ah, Esper hat rausgefunden, worum es geht. Die Räter waren ein Volk oder eine Gruppe von Völkern der Antike im Bereich der mittleren Alpen, nach älteren Vorstellungen ungefähr zwischen dem Lago Maggiore, Como, Verona, dem Unterinntal und dem Bodensee. Wikipedia hilft mal wieder. Ja, vielen Dank auch, dass du das nachschlägst und hier mitteilst. Finde ich super. Sehr gut. Ist natürlich, wenn ich das lese hier, denke ich mir auch natürlich so, ey, würde ich jetzt gerne nachschlagen, aber das im Stream zu machen ist natürlich so ein bisschen hier jedes Mal dann wieder aus dem Spiel rauszugehen und so. Deswegen finde ich das super, dass du das machst. Vielen Dank. Und Inkili, hallo Inkili, sagt, warte ab, bis Sütterlin kommt. Ja, das will ich auch nicht lesen müssen. Hatte ich dich schon begrüßt? Hast du schon was geschrieben? Ich weiß es gar nicht, aber hallo auf jeden Fall. Doch, ich glaube, du warst vorhin schon, hattest dich vorhin schon mal zu Wort gemeldet. So, mittlerweile haben wir Viertel nach und es ist immer noch kein Mord passiert. Ich dachte, das ging schneller heute. Ich bin überrascht, dass Kiersau Aufzeichnungen über Tassing vor der Ankunft des heiligen Moritz hat. Eine gute Geschichte, wenn auch sonst nichts. Oh, das na, sagen wir jetzt mal nicht. Wir sind überrascht, dass es da Aufzeichnungen gibt. Und zwar auf Deutsch geschrieben. Haha. Okay. Yay.
Es mag alles nur eine Fabel sein, aber mir gefällt die Geschichte trotzdem. Okay, er weiß selbst, dass das eventuell nicht unbedingt so geschehen ist. Es ist ein gutes Gefühl, mit jenen verbunden zu sein, die vor einem kamen, auch wenn es nur durch das Land ist, auf dem man lebt. Ich mag den irgendwie, den Typen. Der ist mir sympathisch. Weise Worte, mir geht es genauso. Ich würde mich lieber auf neue Möglichkeiten freuen, aber ich sehe auch den Wert der Rückschau. Na, wir geben ihm das. Weise Worte sehen wir auch so. Es war schön, mit euch zu plaudern, Meister Maler, aber jetzt sollte ich lieber wieder an die Arbeit gehen. Ja, ich auch. Ihr lasst mich wissen, wenn ihr in dieser Bibliothek besonders gute Bücher findet, ja? Mach ich. Bis später, Till. Okay, so. Schnell an die Arbeit. Martin? Aha, der rennt weg von da oben. Hallo, Martin. Einen freundlichen Gruß von Martin erhalten. Hallo, Martin. Martin beendet das Gespräch wütend. Was? Ach so. Also wir bekommen keinen freundlichen Gruß von Martin, weil er vorher mal ein Gespräch wütend beendet hat. Also das ist wieder so eine Sache, genau, dieses, das wird in Erinnerung bleiben, war dann an der Stelle mit Martin irgendwie. Und weil wir so gehandelt haben, dass er am Ende des Gesprächs wütend war, deshalb begrüßt er uns jetzt nicht freundlich. Kann ich mit leben, ehrlich gesagt. Niederlage. Pff. Ihr könnt mich mal, Andreas. Ja, dieser Martin ist, wir werden keine guten Freunde, glaube ich. Wie gesagt, aber bei dem lege ich auch nicht viel Wert drauf. Also ich kann damit leben, wenn er nicht so freundlich zu mir ist. Hachi! Ich sag jetzt nicht Gesundheit. Hat er etwa die ganze Nacht da verbracht, da oben? Der rennt jetzt schnell weg. Aha, verdächtig auf jeden Fall. Nicht schade um den. Nee, finde ich auch, ne? Also der, da lege ich keinen Wert drauf. Nicht meine Zielgruppe. Ich sollte zum Skriptorium gehen. Gernot tadelt mich, wenn ich wieder zu spät komme. Vielleicht haben die da oben ja schon andere Probleme. Schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall schon mal der Gehilfe. Michlaus hieß er. Sprechen wir doch mal mit ihm. Also bisher scheint noch nichts vorgefallen zu sein, sonst würde der uns jetzt nicht so gechillt begrüßen. Gott mit euch, Andreas. Ist Gott denn mit uns? Schaut euch den Regen an. Bereitet ihr noch immer eure Abreise vor, trotz dieses Wetters? Ja stimmt, das Wetter wäre natürlich ein Grund, eventuell länger zu bleiben. Das Wetter ist bedauerlich, aber die Baronin, Frau Salomea, wird heute eintreffen. Achso, die kommt her? Okay. Mein Herr plant abzureisen, sobald sie ankommt. Aber die treffen sich noch und reisen gemeinsam ab, oder? Oder haut er vor ihr ab? Also, bevor die da ist, müssen wir hier weg sein. Wie lange sind sie schon verheiratet? Wir sind gar nicht neugierig. 7 Jahre nun. Ah, okay, dann waren die, glaube ich, nicht auf Hochzeitsreise. Ich dachte irgendwie, er hätte gesagt, sie sind auf Hochzeitsreise oder so. Eine wunderbare Frau ist sie. Eine echte Edeldame. Ich hoffe, mich noch rechtzeitig vom Baron verabschieden zu können. Gewiss würde er das wertschätzen. Bevor er zu Bett ging, sang er euer Loblied. Ah, okay. Mal sehen, wie viel wir davon noch haben. Er war erfreut, dass ihr euch der Debatte beim Abendessen gestellt habt, obwohl der Abt es euch ganz sicher verübeln wird. Yep, haben wir gemerkt. Okay. Nun, Luthers Arbeit ist ein Disput wert, was auch immer der Abt denkt. Der Abt ist zu konservativ, am besten ignoriert man ihn. Der Baron ist ein Förderer der Abtei, ich wollte ihm nicht widersprechen. Das mag der Grund gewesen sein, aber das sollten wir nicht so offenkundig sagen. Also kritisieren wir einfach mal den Abt. Ich glaube, das ist eine sichere Stelle. Also, ich würde keinen Abt verärgern wollen, aber ich bin auch nur ein Diener. Oh. Könnte man sagen, dass ich die Gunst des Barons erlangt habe? Witzig. Also, dass wir so direkt danach fragen, ist natürlich wieder so ein Ding, würde ich persönlich nicht tun. Aber wir sehen hier durch verschiedene Dinge,
haben wir Punkte gut gemacht, also Gunst von Lorenz Rotvogel erringen. Da ist ein Häkchen dran. Wir haben uns allerdings einmal ein Fauxpas geleistet, indem wir versucht haben, die Einladung zum Abendessen abzulehnen. Das haben wir uns aber schon gedacht, dass das nicht gut ankommen würde. Aber wir haben uns ja dazu entschieden, da moralisch so zu handeln. Wir haben halt die Einladung bei den Druckers zuerst gehabt und haben das zumindest mal erwähnt. Tatsächlich hat uns wohl, also wenn ich es richtig verstehe, dann hat uns das Lorenz beim Essen in eine Debatte verwickeln, die meisten Pluspunkte bekommen. Hätten wir an der Stelle nichts gesagt und hätten ihn quasi auflaufen lassen mit seiner Bitte, dass wir uns dazu äußern, dann hätten wir an der Stelle wahrscheinlich auch Minuspunkte gehabt. Und ich weiß nicht, ob wir dann die Gunst von Rotvogel errungen hätten. Aber es gab auf jeden Fall Pluspunkte dafür, dass wir geehrt auf Lorenz' Einladung zum gemeinsamen Spaziergang reagiert haben, dass wir Faszination für Luthers Ideen geäußert haben und dass wir das Okkultismuswissen ihm offenbart haben, dass wir uns da auch interessieren und dass wir ihn respektvoll angesprochen haben. Das alles hat uns Pluspunkte gebracht, die Debatte beim Abendessen hat uns viele Pluspunkte gebracht und nur die Einladung zum Abendessen hätte er sich natürlich anders gewünscht, die Reaktion. Wobei auch da war es komisch. Die Alternative war ja auch da, einfach nichts zu sagen. Finde ich auch eine komische Reaktion. Also okay, aber insgesamt hat es gereicht, sodass wir die Gunst erlangt haben. Anscheinend wiegt die Debatte aber mehr als vieles, oder? Ja, würde ich auch sagen. Genau, sehe ich auch so. Also hätten wir auch vielleicht noch ein, zwei andere rot haben können. Stimmt, wenn wir vielleicht das mit dem Okkultismus verschwiegen hätten oder so, dann hätten wir vielleicht weniger Pluspunkte insgesamt, hätte vielleicht aber auch noch gereicht, keine Ahnung. Ja, zwei dumme ein Gedanke, ja genau, aber ich verstehe es genauso. Also so würde ich das auch interpretieren, da, was wir da sehen. Erfolg! Ja, mein Herr hat mich gebeten, euch in seiner Abwesenheit ein Zeichen seiner Freundschaft zu geben. Aha, was ist es? Er sagt, es sei nur eine Kleinigkeit, gemessen an zukünftigen Aufträgen, aber er hofft, dass ihr sie mit Stolz tragen werdet. Okay. Er hat also durchaus vor, uns zukünftige Aufträge zukommen zu lassen. Zu schade, dass ich glaube, dass es nicht dazu kommen wird. Was ist das? Was ist das? Eine Brosche. Eine Anstecknadel. Aber was für eine außergewöhnliche Anstecknadel. Bitte dankt dem Baron in meinem Namen. Okay, es sieht aus wie so eine Fibel. Eine Rundfibel, so ein bisschen. Ich werde sie sofort tragen. Danke vielmals. Ich werde sie sicher aufbewahren, bis ich Kleidung habe, die würdig ist, sie daran zu befestigen. Das ist die Frage. Wenn wir den Baron noch sehen, wäre es natürlich, ne, würde er sich vielleicht freuen, wenn wir das Ding direkt tragen. Andererseits hätte ich das vielleicht jetzt nicht so offenkundig hier durch die Gegend getragen und gesagt, hat der Baron mir geschenkt, schaut her, schaut her. Also allen anderen gegenüber. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht darauf angesprochen werden, wenn wir das Ding tragen. Ja, ich würde es vielleicht sicher aufbewahren. Vielleicht erstmal für mich behalten, um es nicht so, ja, so durch die Gegend zu tragen. Offenkundig. Und damit so, ne, mit stolz geschwellter Brust und hier, hier, Baron, Baron. Ich habe gerade irgendwie so Mr. Bean vor Augen. Der hat doch auch schon mal irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber der hatte auch irgendwas, ein Namensschild oder irgendwas an der Brust und hat dann so, so drauf gewiesen immer wieder. Das habe ich gerade so ein bisschen vor Augen, dass wir dann so rumrennen mit dieser Brosche. Schaut her, der Baron. Also von daher würde ich sie erstmal wegstecken. Ich hoffe einfach, dass wir dem Baron jetzt nicht mehr begegnen und er das nicht sieht, dass ich sie nicht trage. Natürlich, wie ihr wünscht. Wo ging euer Herr denn hin? Er ging früh morgens spazieren und sagte mir nicht, wann er zurück zu erwarten wäre. Achso, der ist bei dem Wetter auch tatsächlich unterwegs gerade. Hoffentlich kehrt er bald wieder. Der Regen macht hier alles zu Schlamm. Angesichts des Wetters erscheint das eigenartig. Finde ich auch, tatsächlich. Wer geht denn bei dem Wetter spazieren?
Also bekunden wir unsere Sorge oder sagen wir, das ist eigenartig. Aber vielleicht sagt er uns dann irgendwas zu den Eigenarten des Barons. So nach dem Motto, macht er immer, der geht jeden Morgen joggen oder so. Nicht eigenartig für ihn. Genau, auf sowas hatte ich, an sowas hatte ich gedacht. Mein Herr genießt das Lustwandeln in jedem Wetter. Ein wenig Regen hat ihn nie gestört. Okay, es ist also für ihn tatsächlich nicht ungewöhnlich. Der hat jetzt hier nicht irgendwelche Dinge am Laufen und es ist nicht kein eigenartiges Verhalten. Für ihn ist das tatsächlich normal. Ich kann das nachfühlen. Wir Schwaben genießen auch bei solchen Bedingungen einen schönen Spaziergang in der Natur. Okay, der Schwabe. Kostet ja nichts. Der Spaziergang in der Natur. Ist die Frage, wer vielleicht von dieser Eigenart weiß. Also wer weiß, dass der Baron sehr gerne alleine noch spazieren geht, eventuell, weil er ihn schon kennt aus vorherigen Besuchen. Der Baron scheint in vielerlei Hinsicht ein ungewöhnlicher Mann zu sein. Nun, entschuldigt, dass ich euch so viel Zeit gestohlen habe. Viel Glück, lebt wohl und ich hoffe, ihr könnt möglichst trocken bleiben. Sprechen wir nochmal kurz den Baron an. Oh, das mag sein. Ich habe ihn nur als meinen Herrn kennengelernt in diesen letzten 7 Jahren. Okay. Wo es mir gerade einfällt, habt ihr heute Morgen auf dem Weg hierher einen kleinen, mürrisch dreinblickenden jungen Mann mit Hut gesehen? Martin? Ach, das kann nur Martin Bauer sein. Oder lügen habe ich nicht. Tut mir leid. Warum sollten wir lügen? Das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn, finde ich. Also, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was er jetzt sagt dazu. Vielleicht sagt er nämlich, der hat hier den ganzen Tag vorm Fenster gehockt, die ganze Nacht, und hat den Baron beäugt oder irgendwas. Also der scheint aufgefallen zu sein, auf jeden Fall. Das passt jetzt auch nicht auf eine andere Beschreibung, oder? Also warum wir ihn anlügen sollen, erschließt sich mir überhaupt nicht. Es könnte natürlich sein, wir denken jetzt direkt an Martin. Eventuell könnte tatsächlich jemand anderes gedacht sein. Also wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf den Gedanken festlegen. Obwohl ich gerade auch vermute, dass der gemeint ist. Aber nicht, dass es nachher heißt, ne, ja, wir wissen ja, dass es Martin war. Und eventuell wäre es auch, würde die Beschreibung auch auf jemand anders passen. Jawohl, gleich den Martin verpfeifen, wenn der uns eh schon nicht mag. Ja, ich würde auch sagen, können wir ja sagen, der mürrische Kerl ist Martin Bauer. Wieso? Er rannte auf der Wiese an mir vorbei, als ich gerade den Hügel hinaufstieg. Schien es eilig zu haben. Ah, das erklärt dann wohl die fehlenden Ringe meines Herrn. Oha. Dafür brauche ich keine Logik, um das zu erkennen, was er damit andeuten möchte. Ihr glaubt, dass er euch bestohlen hat? Was für Ringe sind das? Stirnrunzeln? Das Stirnrunzeln könnte missinterpretiert werden, als wären wir skeptisch, als würden wir sagen, ach Quatsch, der spielt doch nichts. Wenn wir uns nach den Ringen erkundigen, ist auch irgendwie komisch. Was sind denn das für Ringe, von denen wir da reden? Ich würde tatsächlich sagen, ihr glaubt, dass er euch bestohlen hat. Damit sagen wir ja noch nicht, alles klar, der hat euch bestohlen. Sondern wir fassen nur den Gedanken zusammen. Ihr glaubt, dass er euch bestohlen hat, was wir nach dem, was wir bisher wissen, auch für wahrscheinlich halten könnten. Nicht mich, oh nein, meinen Herrn. Ja, das war schon klar. Ein goldener, ein silberner, eine Handvoll Gulden und ein Buch, das der Baron der Abtei schenken wollte. Ah, diese komische Historie, diese Historienschrift. Da müssen wir aber mit dem Martin mal reden, würde ich sagen. Ein Buch? Historia Tassie? Ja, ich glaube, so hieß es. Das ist aber auch krass. Das Geschenk, das hier schon die ganze Zeit in der Rede war und jetzt hat der das gestohlen. Krasse Nummer. Also ich meine, er weiß ja nicht, dass das die ganze Zeit hier so vorgesehen war. Also der Martin, er weiß nicht, was er da tatsächlich gerade gestohlen hat, wahrscheinlich. Aber es ist schon eine krasse Nummer. Damit hat er sich, glaube ich, richtig in den Mist geritten. Ich wollte die Sachen des Barons packen und sie fehlten. Der Bursche ist ein bekannter Dieb. Wenn er für die fehlenden Ringe verantwortlich ist, würde es mich nicht überraschen. Okay, da kann ich auch gerade gar nichts anderes sagen. Wir geben das tatsächlich direkt so hinaus. Der ist ein bekannter Dieb. Und wir glauben, dass er das gewesen sein könnte.
Das würde es erklären. Bedauerlicherweise hatte er viel Gelegenheit für den Diebstahl. Gestern erwischte ich den Jungen mit dem Hut, Martin, schätze ich, wie er durch die Fenster hineinstarrte. Ja, wir haben ihn auch gesehen. Das ist jetzt natürlich, es kommt mir ein bisschen zu leicht vor, ne? Den Jungen mit dem Hut, also er sagt immer den Jungen mit dem Hut, weil er ihn ja nicht kennt. Der Beschreibung nach passt das auf Martin. Aber da wir nicht dabei waren und so weiter, dürfen wir uns da jetzt nicht zu sehr festlegen, glaube ich. Vielleicht findet sich ja noch jemand anderes, auf den das auch zutreffen könnte. Aber der ist natürlich sehr naheliegend gerade. Ich hätte ihn da schon mahnen können, doch nun, er schien harmlos. Ein Jammer. Ich hoffe, den Baron trifft der Verlust nicht zu schwer. Naja, das Geschenk, das er hier extra mitgebracht hat und auch nochmal beim Abendessen ja auch nochmal angekündigt hat. Und jetzt muss er sagen, ist mir übrigens gestohlen worden, kriege ich dir doch nicht. Also da würde ich jetzt auch erwarten, dass das im Ort verfolgt wird, der Diebstahl. Mein Herr verfügt über ein gewisses Vermögen. Die Gulden und Ringe werden ihm keine schlaflosen Nächte bereiten. Aber über das Buch wird er sich aufregen. Er wollte unbedingt, dass der Abt es sieht. Aber ich muss nun wirklich die Pferde satteln gehen. Es war schön, mit euch zu sprechen, Andreas. Natürlich. Und ich hoffe, um euretwillen der Regen hört auch bald auf. So Gott will. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Okay. Also ich hoffe, dass die das auch nochmal zur Sprache bringen mit Martin, dass der hier auch offiziell angeklagt wird irgendwie. So, wir sollen ja zur Arbeit gehen. Wir gucken nochmal gerade in unser schlaues Buch. Okay, da sind jetzt die zwei Sachen sind schon abgehakt. Wir sind jetzt im Kapitel Sintflut. Oder wir sind bei der Aufgabe Sintflut. Das Wetter ist schrecklich, aber ich muss noch zum Skriptorium. Hoffentlich haben sich die Gemüter seit letzter Nacht beruhigt. Und bei den Menschen haben wir jetzt Frau Solomea, Ehefrau von Lorenz Rotvogel. Frau Solomea stammt aus einer angesehenen Wiener Familie und ist seit 7 Jahren mit dem Baron verheiratet. Und da oben haben wir Agnes. Agnes Steinmeierin, Hebamme von Tassing, Ehefrau von Linhard. Sie hat eine Tochter, Brigitta Bauerin, Ehefrau von Martin. Okay. Haben wir sonst noch neue Menschen? Nee. Und im Glossar? Schwaben. Ein ehemaliges Herzogtum im südlichen Heiligen Römischen Reich, 1512 als schwäbischer Kreis reformiert. Es grenzt im Westen an Bayern, im Süden an die schweizerische Eidgenossenschaft und im Südosten an Österreich. Sitten. Einst freie Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches wurde Sitten zur Hauptstadt des Wallis, als der Kanton nach dem Schwäbischen Krieg 1499 der Eidgenossenschaft beitrat. Okay, Geschichte. Ah, hier haben wir die Rätianer, ne? Das war ein R, ne? Räter, hatte Espa vorhin geschrieben. Rätianer, also es ist ein R, dieser Buchstabe da. Die Räter, auch Räter mit RH geschrieben, waren ein Stammesvolk in den Ostalpen. Nach der Eroberung durch die Römer wurden sie loyale römische Untertanen und ein Großteil ihrer Kultur ging verloren. Also da nochmal ein paar erweiterte Informationen dazu. Ergänzt durch das, was Espa vorhin schon geschrieben hatte. Mars, der römische Gott des Krieges und der Landwirtschaft. Mars repräsentiert Zivilisation und Frieden durch militärische Stärke. Ist noch irgendwo was Neues? Na, muss noch was Neues sein im Glossar. Da, die Gulden. Goldmünzen, die im gesamten Heiligen Römischen Reich als Währung verwendet wurden. Obwohl es für den Gulden in verschiedenen Regionen unterschiedliche Standards gibt, entspricht er im Allgemeinen dem Florin aus Florenz. Okay. Das war's jetzt im Glossar.
Die Zeit, die Zeit. Achso, Kreuzgang. Wir gucken mal, hier ist die Tür schon offen in der Kirche. Gehen wir da rein. Diesmal begegnen wir hier niemandem. Okay. Dann gehen wir durchs Strafgericht. Boah. Die Blitze sind echt heftig hier. So, da sind wir wieder. The Guy. Oh, das ist wunderbar. Der Rest des Klosters ist durchnässt, aber hier drin gibt es keinen Tropfen Regen. Gut, dass der Abt Otto das Dach des Skriptoriums und der Bibliothek erst letzten Monat ersetzen lassen hat. Dank des... Oh Gott. Des Kalefaktoriums... Diese Worte hier. Dank des Kalefaktoriums nebenan bleiben wir warm und trocken, während alle anderen in der Kälte sitzen. Ach, wie schön, dass es dir so gut geht. Statt euch an unserem Glück zu ergötzen, solltet ihr an unsere Brüder und Schwestern denken und für deren Sicherheit beten. Genau. Die Voraussicht des Abtes rettete so viel unserer Arbeit und der Bibliothek. Der Stadt erging es weniger gut. Ja, da hatte das hier Vorrang bei den Reparaturen und in der Stadt regnet es überall rein. Sicher geht es ihnen gut. Und noch wichtiger, falls dem nicht so sein sollte, kümmert es mich nicht. Boah, dieser Arsch. Dieser Arsch-Guy. Bruder Guy, mit Herzen wie eurem könnte man den Hof pflastern. Harte Worte. Den grummeligen alten Mönch haben wir, aber wo ist der angenehme? Achso, den grummeligen alten Mönch haben wir, aber wo ist der angenehme? In Klammern, alte Mönch. Bruder Piero? Habt ihr ihn heute noch nicht gesehen? Oh, jetzt sag mir nicht, dass Bruder Piero hier... Das habe ich, bevor Bruder Guy ankam. Bruder Piero ging vor kurzem, um mit dem Abt zu sprechen. Okay. Also Piero geht es gut. Der hatte gestern Abend schon, als er uns verabschiedet hat, habe ich schon gedacht, so, oh, hoffentlich stirbt er jetzt nicht im Schlaf oder so. Das klang schon, das klang irgendwie so wie Abschied, hatte ich das Gefühl. Aber dann dachte ich, nee, der wird ja nicht das Opfer sein hier. Hoffe ich. Hm? Warum läutet Mathieu die Glocke? Es kann doch nicht schon die Terz sein. Aha, ist da etwa was passiert? Vielleicht ist auch der Abt tot und wir müssen Piero verdächtigen. Oha. Oder wir müssen den Adligen verdächtigen. Aber wie gesagt, es gibt so viele Verdächtige jetzt. Aber ich glaube, hier ist was passiert. Ich hoffe, hier ist was passiert. Ich bete, dass es bald aufhört. Solch eine Kakophonie ist ein Affront gegen meine armen Ohren. Er hört nicht auf. Dann werden wir wohl in den Kapitelsaal gerufen. Ich glaube, es hat aufgehört. Gott, gib mir die Stärke, diesem Regen zu trotzen. 50 Fuß, alter Mann. Ihr werdet es überstehen. Gott, gib mir die Stärke, diesem Mann zu trotzen. Herrlich. Ah, ist das schön. Also, die Mönche werden in den Kapitelsaal gerufen. Es hört noch immer nicht auf. Was geht da vor? Das kann doch nicht am Sturm liegen. Ich sollte schauen, was los ist. Ja, ich glaube, die Kirchenglocken wurden auch geläutet, wenn irgendwie was passiert. Ne? Also, wenn Feuer ausbricht oder ähnliches, um eben alle zu verständigen. Von daher ist das naheliegend, dass man jetzt gucken geht, was da los ist. Das Feuerchen hier brennt. Ah! Gott! Das klang wie ein Schrei aus dem Kreuzgang. Der liegt hinter dem Dormitorium. Sintflut. Ein überraschender Schrei. Oh, da gucke ich erstmal in unser Journal, bevor wir das untersuchen. Bruder Mathieu hat zu früh die Kirchenglocken geläutet und jetzt schreit eine der Schwestern im Kapitelsaal. Ich sollte nachsehen, was da los ist.
Komisch, dass wir da den Hut auf... mein Gott! Das kommt aus dem Gang. Vielleicht aus dem Kapitelsaal. Oh, meine Güte. Ich glaube, die Schreie kam... Ich habe das schon verstanden, aber wo ist der Ort? Kapitelsaal, hier. Ich denke, es ist etwas Schreckliches passiert, Meister Andreas. Ja, lass uns doch gucken. Oh, Blut an der Wand. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, jawohl. Ah, und guck mal da oben. Wie an der Wand. Das ist ja auch wieder eine sehr passende Stelle. Krass, das ist aber viel Blut. Und ein Messer. Der Piero hat ein Messer gefunden. Okay. Ja, das war der Mord. Ich mach dann Schluss. Nein. ja, genau. Damals, als noch nicht jeder die Katban-App auf dem Handy hatte, erfüllte die Kirchenglocke viele Funktionen. Da ist er, der Mord. Yay! Juhu! Ja, tatsächlich, die App funktioniert bei mir nicht. Mein Handy ist zu alt. Ich gehöre zu den Leuten, die nicht gewarnt werden, weil zu altes Handy. Ja, aber guck mal da oben an der Wand, ne? Hier der Totentanz da. Tanz der Toten. Also da ist ganz viel mit Tod und so weiter. Und ich meine, ich hätte eben an der Wand schon einen Blutfleck gesehen. Und ja, hier ist jede Menge Blut am Boden. Und alle sind schockiert. Was ist geschehen? Oder nichts sagen? Ich denke, die meisten hier werden auch nicht wissen, was geschehen ist, aber es ist ja eigentlich eine naheliegende Reaktion zu fragen, was ist hier geschehen? Wieder eine schöne Kulisse und der Blutfleck war da, definitiv. Ja, okay, gut, wir haben es beide gesehen. Den müssen wir gleich untersuchen. Ich glaube, es ist der Baron. Ihm ist was zugestoßen. Ach, das war der Bruder Guy, der das sagt. Ich glaube, es ist der Baron. Ihm ist was zugestoßen. Völlig gleichgültig. Mir jedenfalls. Ich möchte wieder zurück, wo das Feuer ist. Ich glaube auch, das ist der Baron. Sieht jedenfalls so aus. Überraschung! Bitte, Vater, wo ist Bruder Florian? Ruft ihn schnell herbei. Ist das der Ersthelfer hier vor Ort? Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu retten, wenn ich das so sehe. Das ist eine Menge Blut. Auch am Kopf und so weiter. Schweig still, Bruder. Was? Was ist mit dem Gernot los? Ist das eine Reaktion? Was war das denn? Das klang wie ein Schuss jetzt gerade. Bruder Florian, wenn ich bitten darf. Wo ist er denn? Ach, das... Ach, das ist der Florian. Der mit der Augenklappe. Der sieht doch nur die Hälfte von dem, was da passiert ist. Ja? Ich bedauere, Vater. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Er ist tot. Dum, dum, dum. Ah! Schwester Margarete, beruhige dich. Schwester Gertrude, bitte gleite Schwester Margarete zurück zum Garten. Ja, Mutter Cecilia. Ich kann mir übrigens nicht merken, wie ich die Stimmen beim letzten Mal gemacht habe. Ne? Die sprechen jedes Mal anders. Ist egal. Ach, guck mal, da kommt der Mathieu angelaufen. Ach ja, der hat ja die Glocke geläutet. Gott stehe uns bei. Der Baron ist wahr. Ein Freund des Fürstbischofs von Freising. Also, es tut uns nicht leid, dass der Baron tot ist, aber der war ein Freund des Bischofs da. Und der wird jetzt nachfragen, was hier los war. Das gibt Ärger. Warum macht er sich solche Sorgen um den Fürstbischof? Die Abtei ist in mehrerlei Hinsicht ungewöhnlich. Ihre Existenz stößt manchem in der Kirche übel auf. Wir sind fern genug von Rom und Mainz, dass man uns vergisst, aber das könnte unerwünschte Aufmerksamkeit bringen. Florian, sag, wie leicht wäre es dir möglich, diesen Leichnam verschwinden zu lassen? Was? Klar, der Baron, der war nie hier. Haben wir nicht gesehen. Niemand hat den gesehen. Wir sind überhaupt nicht, also er ist überhaupt nicht interessiert daran, was ist hier los, wer war das, was ist passiert. Keine Ahnung, schockiert, oh, der Baron, sondern mehr so ein, oh Gott, das Kloster, lassen wir die Leiche verschwinden. Krass, wie abgebrüht die hier sind. Vater Abt. Was wollt ihr damit sagen? Was? Stellst du mich in Frage?
Warum verschwendest du wertvolle Zeit? Auch, dass er das so offen und vor allen hier fragt. So, können wir die Leiche verschwinden lassen? Was? Wollt ihr zusehen, wie die Soldaten des Fürstbischofs unsere Stiegen hinaufschreiten und eure Brüder und Schwestern aus unserer Heimstadt werfen? Oh Gott. Ja, oh, jeder spricht durcheinander. Nein, nein, oh Gott, nein. Ruhe, still jetzt! Beruhigt euch, ihr alle! Vater Abt, Baron Rotvogels Leibdiener ist schon bereit zum Aufbruch. Die Frau des Barons sollte in wenigen Stunden eintreffen. Dies ist nicht der Zeitpunkt für voreilige Entscheidungen. Ja, das mit dem Verschwinden lassen ist eine schwierige Sache. Ja, ja, ihr habt recht. Vergebt mir. Aber was sollen wir dann tun? Wir müssen den Mann des Barons zum Hof des Freisinger Fürstbischofs entsenden. Mutter Cecilia, der Baron sagte, der Erzdiakon des Fürstbischofs sei zum Reichstag in Innsbruck. Umso besser. Unser zügiges Handeln wird alle Gerüchte um ungebührendes Handeln verstummen lassen. Angesichts des Ranges des Barons wird zweifelsohne der Erzdiakon sofort zur Ermittlung anreisen. Wir müssen vollständig mit ihm kooperieren und um eine schnelle Auflösung der Lage beten. Ja, ja, gut, danke, Mutter Cecilia. Bruder Wojslaw, setze Bruder Piero im Keller fest, bis der Mann des Fürstbischofs erscheint. Wie setze Bruder Piero im Keller? Die glauben jetzt nicht wirklich, dass er das war, oder? Echt jetzt? Das ist für die jetzt klar, dass Piero das war, oder was? Und vor allem... Was? Bruder Piero? Weshalb? Das frage ich mich auch gerade. Vor allem, wenn das für jeden der Anwesenden hier jetzt eine klare Szene gewesen wäre, dass Piero den Baron, warum auch immer, der hat überhaupt keinen Grund dazu, aber dass Piero den Baron erstochen hätte, dann war die erste Frage der ganzen Geschichte hier, können wir die Leiche verschwinden lassen? Also, hier scheint niemand besonders entsetzt darüber zu sein. Und ich hätte die Situation jetzt auch nicht so gelesen, dass es völlig klar ist, dass Piero das war. Also, bitte. Das ist absurd, nichts sagen. Das ist absurd. Das wird in Erinnerung bleiben, ja, ist doch klar. Er wurde in flagrante Delicto aufgegriffen. Aufgegriffen. Blut überströmt mit einem Messer in der Hand. Und dann war die erste Reaktion eben von allen Leuten, können wir die Leiche verschwinden lassen? Das ist gar nicht in Frage gestellt. Piero, was hast du getan? Was ist passiert? Was war hier los? Also ich habe die Situation so gelesen, dass der gefunden wurde und Piero ist als erster hingegangen, um vielleicht zu helfen oder zu schauen. Hat das Messer rausgezogen. Aber ich hätte das jetzt niemals so gelesen, dass Piero den Mord begangen hat. Wie soll er das machen, der arme alte Mann? Also bitte. Vater, glaubt ihr wirklich, dass Bruder Piero zu einer solchen Schandtat imstande ist? Ja, vom Zorn erfüllt wäre es schon möglich. Was hätte der denn für einen Grund, ich bitte dich? Ich zürnte dem Baron nicht, Vater Abt. Ich habe ihn schlicht so gefunden. Kein Zorn? Nicht einmal dafür, wie er euer Werk beleidigt hat? Und uns zwang, es an Andreas zu übergeben? Alles sehr fishy. Ja, finde ich auch. Sehr, sehr komisch. Vom Zorn erfüllt wäre es schon möglich, sagt der Abt, der beim Abendessen eskaliert ist. Ja, richtig, ne? Also, das ist sehr kurios hier, die ganze Szene. Boah, die Blitze und ne, im Hintergrund, das ist jedes Mal wie ein Schuss und jedes Mal vibriert der Controller auch noch dabei. War wirklich so, kein Zorn? Nicht mal ein bisschen? Aber echt, eher voll eskaliert beim Abendessen, richtig. Also, kuriose Szene hier, was ist denn da los? Ein Kloster ist kein Debattierverein. Wenn der Mann des Fürstbischofs ankommt, dürfen wir nicht mit leeren Händen dastehen. Hauptsache, wir haben irgendeinen Schuldigen. Dass der arme Mann überhaupt nichts dafür kann? Unfassbar. Selbst wenn Piero den Baron töten wollte, wäre er doch gar nicht körperlich dazu in der Lage. Genau, das meinte ich ja, der arme alte Mann.
Er war nicht zornig. Jeder, der im Skriptorium war, weiß das. Selbst Guy weiß das. Ich glaube, das bessere Argument ist das erste. Immer so ein, ja, hat doch jeder gesehen, war doch jeder dabei. Ist, ja, keine Ahnung, selbst er hier erkennt das. Ich würde sagen, selbst wenn er es wollte, wäre er doch gar nicht dazu in der Lage gewesen. Er kann kaum einen Pinsel halten, geschweige denn ein Messer in jemandes Leib versenken. Und dann noch so oft offenbar, dass so viel Blut ausläuft. Sei still. Dies ist nicht deine Angelegenheit. Ich glaube, das Spiel macht es zu unserer Angelegenheit. Es ist meine Angelegenheit, wenn ihr mich in Bruder Pieros angebliches Motiv hineinzerrt. Stimmt. Vergebt mir, Vater Gernot. Ich denke nur nicht, dass Bruder Piero derartiges getan haben könnte. Es ist meine Angelegenheit. Dies wird in Erinnerung bleiben. Ich werde das nicht weiter mit dir diskutieren. Das bleibt, glaube ich, in schlechter Erinnerung. Mein Entschluss steht. Bruder Voislav wird Bruder Piero bis auf Weiteres in den Keller überbringen. Ach Mann, der Arme. Bruder Florian, bitte geleite Andreas aus der Abtei. Wir bekommen gar nicht offiziell hier irgendwie den Auftrag, das zu untersuchen. Wir machen das wahrscheinlich mehr auf eigene Faust, habe ich das Gefühl. Andreas, ihr zeigt euer Gesicht hier allerfrühestens morgen wieder. Habt ihr mich verstanden? Okay, ich hatte schon befürchtet, dass wir jetzt vielleicht gar keinen Zutritt mehr haben hier offiziell und uns ab sofort hier nur noch rumschleichen müssen. Vielleicht müssen wir das nachts mal machen oder so. Aber am Morgen dürfen wir schon wiederkommen. Also von daher... Ein lächerliches Schauspiel, aber ja. Nichts sagen oder ja? Ha, also ja, da einverstanden bin ich damit nicht. Ich würde... Entweder verlassen wir den Raum mit einem Kommentar dazu, lächerliches Schauspiel, aber ja. Oder wir sagen einfach nichts dazu und gehen und behalten das für uns. Es ist halt die Frage, ob das lächerliche Schauspiel jetzt schon direkt ein Vorwurf ist, so nach dem Motto, das ist doch alles gestaged hier. Was habt ihr hier? Ne, ist doch ganz klar, dass Piero das nicht war und hier wird irgendwas zu vertuschen versucht. Ist das schon ein Kommentar in die Richtung? Oder ist es einfach so ein... Ist doch lächerlich, was hier los ist. Also wir könnten entweder das sagen oder einfach nichts sagen. Was haltet ihr davon? Und als kleine Vorbereitung, ich muss gleich zum Ende kommen. Ich habe jetzt schon wieder eine Stunde überzogen. Aber immerhin haben wir den Mord geschafft heute. Yay! Und ich bin jetzt tatsächlich sehr gespannt darauf, was hier abgegangen ist. Also allein auch schon hier Todesursache und so. Ich meine, das hat mit einem Messer zu tun, nehme ich an. Aber trotzdem, ne, wenn uns nachher einer sagt, hier mit 38 Messerstichen in den Kopf, Zunge rausgeschnitten, Herz aufgegessen, keine Ahnung, was auch immer. Lächerliches Schauspiel. Okay, dann sagen wir das beim Rausgehen. Das war ja klar. Dies wird in Erinnerung bleiben. Okay. Andreas, hört mir zu. Ich fühle mit euch. Ich denke auch nicht, dass es Piero war, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt, den Abt zu reizen. Sicher glauben auch die Brüder und Schwestern an Pieros Unschuld, aber der Abt ist besorgt wegen der Aufmerksamkeit des Fürstbischofs. Es ist nett von ihm, dass er uns dann die Situation jetzt nochmal so erklärt. Wenn ihr eine Idee habt, höre ich sie mir gern an. Ich muss etwas tun. Ich kann doch Piero nicht unschuldig zu Tode kommen lassen. Von Tode hat jetzt noch niemand gesprochen, aber wenn es dabei bleibt, dass die eventuell auch gar keine andere Erklärung suchen, sondern einfach nur jemanden präsentieren wollen, wenn hier die Leute des Fürstbischofs kommen, dann wird das natürlich in letzter Konsequenz dazu führen, dass Piero verhaftet und wahrscheinlich hingerichtet wird als Mörder. Und das können wir tatsächlich nicht zulassen. Die Frage ist, ob er jetzt schon eine Idee hat. Nee, ich würde das tatsächlich sagen. Wir können Piero nicht unschuldig zu Tode kommen lassen. Also ich kann das nicht. Und ihr solltet es eigentlich auch nicht können. Boah, dieser Sturm muss bitte mal aufhören. Das Gewitter ist richtig nervtötend. Ich schätze euren Eifer. Aber wenn ihr nicht vorsichtig vorgeht, könntet ihr alles noch schlimmer machen. Okay. Schlimmer als das? Wie kann es schlimmer kommen? Na gut, sie könnten mich verhaften und... den Soldaten übereignen, aber
Nehmt euch ein paar Stunden Zeit, um Nerven und Geist zu beruhigen. Ihr müsst klar denken. Geht zu den Druckers, esst eine gute Mahlzeit und kommt zur None zurück. Ich dachte, ich darf erst morgen zurückkommen. Wir werden nicht viel Zeit haben, aber werft einen kleinen Stein an mein Fenster, dann lasse ich euch herein. Ah, er hilft uns hier, der Florian. Mich einlassen? Wofür? Na, für die Untersuchungen. Die Morduntersuchungen. Um den Leichnam zu examinieren. Yay. Autopsie. Mysteriöse Todesfälle. Ja, wir gehen essen bei den Druckers, oder was? Sintflut. Von Florian verordnetes Essen. Ich sollte Florians Rat folgen und zu den Druckers gehen. Hoffentlich wird dadurch mein Kopf frei. Es hatte ja wahrscheinlich gerade gespeichert, ne? Zur Sicherheit gehen wir noch gerade in die untere Abtei. Beim Bildwechsel sollte es auf jeden Fall immer speichern. Ja, da unten war das Speichern sowohl. Dann würde ich sagen, wir gucken noch einmal kurz ins Journal, was da jetzt Neues steht. Und dann werde ich leider zum Ende kommen müssen. Prim, Stunde 6. Die Brüder und Schwestern entdeckten Lorenz ermordet im Kapitelsaal. Bruder Piero kniete mit einem blutigen Messer daneben. Ich verstehe es zwar nicht, aber der Abt hat mir befohlen, bis morgen zu gehen. Bruder Florian hat versprochen, mich noch heute heimlich an seiner Untersuchung des Leichnams teilnehmen zu lassen. Bis dahin, so sagte er, soll ich ein gutes Essen zu mir nehmen. Vielleicht haben die Druckers einen Platz für mich an ihrem Tisch. Vielleicht kann ich denen dann auch direkt erklären, was hier los war und mal sehen, wie sauer die eventuell sind, weil wir das Essen am gestrigen Abend haben ausfallen lassen. So, bei den Menschen. Schwester Sophie aus Birgitz, ruhige, pflichtbewusste Küchenkraft für die Nonnen der Abtei Kirsau. Die stand mit unter den Schaulustigen. Schwester Lisbeth, holländische... Heißt sie dann Lisbeth? Wie spricht man das dann aus? Anders, glaube ich. Lisbeth? Lisbeth? Ich weiß, ich hätte Lisbeth gesagt. Holländische Oblatin. Assistentin von Mutter Cecilia. Sonst noch jemand? Da, Margarete. Schwester Margarete aus Krimmel. Hilfskräuterkundige der Abtei Kirsau, arbeitet mit Schwester Gertrude zusammen. Nach einer fehlgeschlagenen Operation wegen grauem Star fast blind. Ah, okay. Fehlgeschlagene Operationen. Die führen tatsächlich Operationen durch. Hier. Oder überhaupt. Generell. Hier haben wir Gertrude. Schwester Gertrude aus Hof. Kräuterkundige der Abtei Kirsau. Sie ist bekannt für ihr freundliches Wesen und ihre Katze Mausfänger. Ah, sie hat auch eine Katze. Oh. Ich freue mich schon darauf, die Bekanntschaft zu machen. Der Katze. Bruder Florian aus Posen. Bruder Florian, vormals Söldner in Polen, ist der Arzt der Abtei. Trotz seines gewalttätigen Hintergrunds ist er für seine Freundlichkeit und sein ruhiges Auftreten bekannt. Ja, der hat tatsächlich einen sehr ruhigen und gesammelten Auftritt gerade Eindruck gemacht. Auftritt gehabt, Eindruck gemacht. Der scheint mir sehr vernünftig zu sein. Aber mit gewalttätiger Vorgeschichte lagen wir gar nicht falsch. Es war zwar kein Pirat, aber... ein Söldner. Immer noch neue Menschen irgendwo. Das ist schon Seite 1. Dann müssen wir in die andere Richtung. Wo sind die neuen Menschen? Meine Güte. Hier, Wojslaw. Bruder Wojslaw aus Pilsen. Böhmischer Kellermeister für die Mönche von Kirsau, bei seinen Brüdern gut angesehen, na klar, als Kellermeister, beaufsichtigt die Brüder Volkbert und Lukas. Okay, das waren dann, glaube ich, die Menschen. Und im Glossar haben wir jetzt noch die None, klösterliche Stunde um 3 Uhr nachmittags, eine der kleinen Stunden des Gebets. Bei None hätte ich eher irgendwas mit einer 9 erwartet, als 3 Uhr. Ja, noch irgendetwas? Ne, andere Richtung.
da. In flagrante delicto. Auf frischer Tat. Ja, das hätten wir auch übersetzen können. Zeigt an, dass eine Person unmittelbar bei einem Verbrechen ertappt wurde. Ich glaube, heute sagt man eher in flagranti, ne? Der wurde in flagranti erwischt. So, damit kommen wir zum Ende für heute.